Hallo liebe Reptil-TV-Freunde zur Folge 112 von Reptil-TV. Heute mein Intro-Tierchen hier, dieser Steppenwaran, Varanus exanthematicus. Möchte ich euch zeigen. Zum einen hat er eine super schöne Farbe, so ein sogenannter Ghost. Aber vor allem hat er sich hier wegen zu unserem Lieblingstierchen entwickelt oder vor allem auch das Lieblingstier von meiner Frau. Ihr seht es hier, bei mir ist er irgendwie ein wenig störrisch. Bei ihr ist er wirklich lammfromm. Zeigt, wie intelligent die Warane auch sind oder diese Steppenwarane ist. Also wirklich so, wenn ich an den hingehe, da will er nur weg. Bei meiner Frau, die kann mit dem einfach alles machen. Dann hat er hier den schönen Namen Trago gekriegt. Wenn er jetzt mal so von vorne guckt, wenn der so von vorne den Kopf so unten hat und ihr kennt vielleicht den Film Dragonheart, da gibt es ja diesen Drachen, diesen Drago, ne? Und wenn er den Varan hier anguckt, der sieht ja echt ehrlich aus wie dieser Drago aus Dragonheart, ne? Also deswegen hat er es uns besonders angetan. Ich meine, wahrscheinlich sehen alle oder die meisten Steppenwarane so aus, aber er hier vielleicht ganz besonders. Deswegen wollte ich den euch heute als Intro-Tierchen zeigen, vorstellen. Aber unser eigentliches Thema heute ist ein etwas ähnliches, und zwar die Dornschwanzagame, die Uromastix. Um diese hübschen Kerlchen hier geht es heute. In dem Fall, das ist eine halbwüchsige Geiri, Uromastix Geiri oder Geiers Dornschwanzagame. Also der deutsche Name ist furchtbar, Geiers Dornschwanzagame. Aber Uromastix Geiri heißen die. Das ist nur eine der vielen Uromastix-Arten bzw. Unterarten. Die haben ein recht großes Verbreitungsgebiet, auf das ich gleich komme. Und entsprechend viele Arten bzw. Unterarten gibt es. Der Thomas Wilms, ich würde mal sagen, wegen der deutsche oder der ja, vielleicht europäische, weltweite, wer weiß, Thomas, hoch auf dich, Dornschwanzagamen-Papst, der hat es in Komplexe zusammengefasst, wirklich richtig gut. Er hat mehr oder weniger drei Komplexe gemacht. Der Acanthinura-Komplex, Uromastix Acanthinura. Interessanterweise, früher hießen fast alle Acanthinura, egal was es war. Aber wie gesagt, er hat jetzt einen Komplex draus gemacht. Da gehört der Geiri dazu, da gehört Acanthinura natürlich dazu, da gehört Dispa dazu. Das als Acanthinura-Komplex, Maliensis gehört dazu. Dann gibt es den Ägyptikus-Komplex. Da gehört natürlich der Uromastix ägypticus dazu, der Hartwicki dazu und noch so wegen seltenere Arten, die man weniger hat in der Terraristik, sind mehr so die größeren, habe ich so den Eindruck. Und als dritten Komplex den Ornata-Komplex, wo Ocellata, Ornata dazugehört. Und dann unabhängig von diesen Komplexen gibt es noch Princeps und Tomasi. Also Tomasi aus Somalia, ziemlich ab vom Verbreitungsgebiet. Tomasi aus dem Oman, hat aber wegen der Sonderstellung, und Princeps aus Somalia, die sind in keinem Komplex zugeordnet. Aber das ist mal so der grobe Überblick über die ganzen verschiedenen Uromastix-Arten und Unterarten. Wie gerade schon angesprochen, haben die Dornschwänze wirklich ein riesen Verbreitungsgebiet. Also ist sozusagen ein häufiges Reptil in Afrika. Also vom Verbreitungsgebiet müsst ihr euch das nördliche Afrika vorstellen. Im Prinzip ab der Küste Richtung Europa bis zur Sahara runter. Also der obere afrikanische Teil gibt es überall Dornschwanzagamen. Das geht von Ost nach West. Und dann geht es sogar weiter über die arabische Halbinsel, also Dubai, Oman, so die Ecke kennt man, Saudi-Arabien natürlich, bis sogar ganz rüber bis zum westlichen Teil von Indien gibt es Dornschwanzagame. Ne? Also wirklich ein riesen Verbreitungsgebiet, Kilometer, würde ich mal sagen, von Ost nach West, circa geschätzte 4000 Kilometer, 5000 Kilometer Verbreitungsgebiet, und entsprechend variabel sind die Tiere auch. Diese Variabilität sieht man auch an der Größe. Es gibt relativ kleine Arten. Tomasi wird nicht sonderlich groß, werden vielleicht so 20 cm. Und dann gibt es wirklich riesige Arten. Also Ägyptikus zum Beispiel ist meines Wissens, glaube ich, der größte. So ein Ägyptikus kann bis 80 cm. Also wenn wir dürfen hier keine fremden Bilder einblenden, aber wenn man mal im Internet googelt, Uromastix Ägyptikus,
XXL-Foto oder irgendwie sowas. Da gibt es wirklich Brecher. Wie gesagt, so ein 80-Zentimeter-Tier, das ist schon ein imposantes Tier, hat dann bestimmt geschätzt 4, 5 Kilo, ja, vielleicht 4 Kilo. Sind schon wahnsinnig imposante Tiere. Die meisten Terrarien-Dornschwänze, die man hat, also wo wir jetzt vorher gesehen haben, die Gairi oder die ganze Acanthinura-Gruppe, werden im Schnittkopf-Rumpflänge ca. 20 cm, nochmal knapp so viel Schwanz. Also wir haben so Tiere mit 30, 35, 40 cm, das ist so die typische Dornschwanzgröße. Ich hatte gerade diese enormen Größen zum Teil angesprochen von den Tieren. Also wie gesagt, einige Arten werden tatsächlich sehr groß. Interessant dabei ist, dass sie unheimlich langsam wachsen. Also wer Bardagamen oder sowas kennt oder Jemen-Chamäleons, die schießen ja innerhalb von einem Jahr, haben die schon fast ihre Maximalgröße erreicht. Hier mal zum Zeigen, das ist eine knapp einjährige Ornata, Uromastix ornata, also die bunte Dornschwanzagame, knapp ein Jahr alt. Da sind die noch von der Größe her, also wie eine Bardagame vielleicht mit 3 Monaten oder sowas. Ne? Also die meisten Arten wachsen unheimlich langsam. Wobei interessanterweise fällt mir jetzt gerade sogar noch ein, die Ornata sogar eine der Arten ist, die mit am schnellsten wächst. Also die Ornata auch von der Geschlechtsreife werden vielleicht mit 3, 4 Jahren geschlechtsreif. Andere, so dieser Acanthinura-Komplex, den wir vorher angesprochen haben, die brauchen 6, 7 Jahre, bis sie geschlechtsreif werden. Ägyptikus wächst ein bisschen schneller, wird aber riesengroß, braucht auch bestimmt 5, 6 Jahre zur Geschlechtsreife. Also sie wachsen unheimlich langsam, das werdet ihr feststellen. Zu den Haltungsrichtlinien, die wir immer ansprechen. Unser deutscher Staat schreibt uns vor, 5x4x3 Kopfrumpflänge. Ne? Kopfrumpf, also ist immer der Schwanz nicht mit dazu gezählt. Wenn wir es hier mal so nachmessen, der hat ungefähr, ja, ungefähr 8 cm Kopfrumpflänge. Das heißt, bei 5x4x3 wären das 40x32x24 an Terrariengröße, was ein Tier braucht, jedes weitere Tier 20% mehr. Also als Jungtier überschaubare Größe, oder wahrscheinlich werde ich das sicherlich größer machen. Also ich würde mal sagen, für die Jungtieraufzucht so ein Meter Terrarium, Meter mal 50 mal 50 oder 60 ist eine tolle Größe, kann man dann auch gut ausstatten. Das ist eigentlich die perfekte Terrariengröße für die Dornschwanzagamen. Auch noch nebenbei, was euch sicherlich schon aufgefallen ist, die Dornschwänze sind von Haus aus unheimlich relaxte, entspannte Tiere. Also ich glaube, Beißen, ich weiß gar nicht, ob die wissen, wie Beißen geht, habe ich fast noch nie erlebt. Sie laufen eigentlich auch fast nicht davon. Also wenn man sie so rausnimmt, die sitzen brav da, die machen nicht viel. Ist wirklich ein unheimlich toller Pflegling. Es sind keine Schmusetiere, natürlich Reptilien, aber wer sie mal anfassen will oder wer sie mal rausnimmt, sie sind wirklich alles andere wie scheu, das macht die Tiere aus meiner Sicht her auch interessant und attraktiv, dass nicht gleich, wenn ich das Terrarium aufmache, die in die letzte Ecke abhauen, sondern die bleiben da und gucken, was passiert. Finde ich auch eine angenehme Sache. Kommen wir zur Haltung von den Dornschwanzagamen. Ich habe hier mal das A und O der Dornschwanzagamenhaltung aufgebaut. Das ist eigentlich die Beleuchtung. Das ist wirklich das Wichtigste. Also die Dornschwänze, ich habe es noch nicht angesprochen bis jetzt, aber vom Verbreitungsgebiet haben wir es gehört, also sind echt Wüstenbewohner. Die wollen es bullig heiß, die wollen es wahnsinnig hell. Also Helligkeit, Hitze, das ist das, was die absolut brauchen. Dann geht es den Tieren gut. Das erreichen wir nur mit richtig guten Strahlern. Sei es, dass wir hier so HQI-Sachen nehmen, Natriumdampflampen heißen sie. Nee, Metalldampflampen, ja, Natriumdampflampen, Metalldampflampen ist das Gleiche. Kann man dazu nehmen, das ist eigentlich so im Moment die beste Beleuchtung, die es gibt, die höchste Lichtausbeute, den besten UV-Anteil, ist eigentlich von der Beleuchtung das Optimalste, ist leider wegen dem Vorschaltgerät dann auch die teuerste Lösung, weil man Vorschaltgerät und Lampe braucht und vielleicht noch Fassung, aber wie gesagt, die beste Art von Beleuchtung. Und dann gibt es noch diese HWL-Lampen, braucht man kein Vorschaltgerät dazu, sind auch große Strahler, 100 Watt, 160 Watt, je nach Terrariengröße, machen auch sehr hell, machen schön warm.
Das ist die Alternative zu diesen HQI-Lampen, ja, diese HWL-Lampen ohne Vorschaltgerät. Dazu braucht er natürlich entweder einfach nur eine Fassung mit hitzebeständigem Kabel, könnte oben reinhängen. Die Lampen selber haben ja alle einen Lampenschirm, mit, also sind ja Strahler, ne, die leuchten in alle Richtungen. Von dem her braucht ihr nicht zwingend einen Reflektor. Natürlich, wenn es vielleicht für euch schöner aussieht, könnt ihr auch so einen Reflektor verwenden, wo er die Lampe reinmacht. Dann sieht das Ganze vielleicht optisch noch ein wenig schöner aus. Aber wie gesagt, Kernstück der Beleuchtung sind diese großen, starken Strahler. Je nach Terrariengröße, in einem kleineren Terrarium reicht einer, den er vielleicht so ein wenig leicht schräg reinscheinen lässt. Habt ihr ein größeres Terrarium, braucht ihr mehrere Spots. Einige Terrarianer machen zusätzlich noch vielleicht oben so T5 oder LED-Lampen rein, um eine gewisse Grundhelligkeit im Terrarium zu machen. Ich bin nicht so der Wahnsinnsfreund davon. Also meiner Meinung nach lieber richtig gut Geld in diese Spotstrahler investieren. Wie gesagt, je nach Terrariengröße brauche ich mehrere davon, um euch ein bisschen einen Anhalt zu geben. Ein kleines Aufzugsterrarium im Meter mal 50 mal 60, was ich vorher angesprochen habe, braucht mindestens so einen 100 Watt Strahler. Wie gesagt, ich würde den so ein bisschen seitlich reinmachen, so schräg reinscheinen lassen. Dann habt ihr wirklich das toll ausgeleuchtet, habt euer UV-Anteil drin und dann geht es den Tieren richtig gut. Unter dem oder in dem Sonnenblatt selber brauchen die Temperaturen bis zu 50 Grad. Das vertragen die locker, da sitzen die da, da fühlen die sich wohl. Die kälteste Ecke im Terrarium, runde oder knappe 30 Grad, ja, wirklich an der Seite vom Terrarium. Und wie gesagt, das Ganze hell. Was ihr nicht braucht, sind irgendwelche Heatpanels oder irgendwelche Heizmatten, Heizkabel, Heizsteine, alles Quatsch. Die Tiere wollen die Hitze in Verbindung mit dem Licht. Ja. Die wollen in der Sonne sitzen, die wollen da, wo sie es warm haben, wollen sie es auch hell haben. Und dann werdet ihr sehen, dann gedeihen die Dornschwanzagamen prächtig. Kommen wir zur Einrichtung für die Dornschwänze. Fangen wir mit dem Bodengrund an. Bei den Dornschwänzen ist wirklich der Sand das beste Mittel als Bodensubstrat. Man kann es noch mit dem Tonmehl mischen. Dann wird er ein bisschen härter oder härtet mehr aus, weil die wirklich schon viel graben, Gänge graben. Passt aber auf, übertreibt es nicht. Nicht, dass irgendwelche Gänge einstürzen, das Tier drunter begraben. Könnte man jetzt sagen, das könnte in der Natur auch passieren. Aber wir wollen natürlich auch keine Unfälle produzieren oder provozieren. Also nicht zu brutal. Wenn ihr wirklich tiefe Gänge reinmachen wollt, dann vielleicht doch mit einer Korkröhre oder sowas den tiefen Gang machen, den die dann auch benutzen. Ansonsten würde ich sagen, reichen vielleicht so runde 5 bis 10 cm Substrat, je nach Größe der Tiere. Wie gesagt, Sand, Tonmehl, Gemisch. Verstecke reinmachen, ganz wichtig. Ne? Sei es jetzt künstliche, sehen natürlich nicht so schön aus, echte. Oder ihr könnt auch andere Materialien wie Kork oder was Natürliches nehmen, was schön aussieht. Ein wichtiger Punkt. Die Tiere wollen es heiß und trocken ja im Prinzip oder sind Sonnenanbeter. In den Versteckplätzen brauchen die eine gewisse Feuchtigkeit. Also da ist das Moos, dann kommt dann wieder zum Einsatz. Ne? Was ich schon, ich glaube schon ziemlich bei jedem Tier predige ich das Moos. Das in die Verstecke reinmachen und wirklich immer gut feucht halten. In der Natur ist es auch so, wenn die in ihre Versteckhöhle gehen, da drin ist es feuchter bis feucht. Ja? Ihr könnt es ja auch mal ausprobieren, was denen besser gefällt, vielleicht mal ein wenig ein trockeneres und ein feuchtes Versteck anbieten. Aber eigentlich ist schon wichtig, dass sie die Feuchtigkeit haben und über die Haut aufnehmen. Zur Feuchtigkeit noch ein Punkt oder ein bisschen ein Fehler, der passieren kann. Wichtig, ihr dürft da natürlich kein stickiges Terrarium machen. Ne? Also nicht irgendein großes Wüstenterrarium, das insgesamt schlecht belüftet ist und dann meinetwegen Moos drin oder noch Man sprühen ja morgens oder morgens und abends kann man ein bisschen sprühen. Die trinken dann diese Tautropfen. Wichtig ist, dass dieser gesprühte Tau relativ schnell wieder abtrocknet. Ne? Nicht, dass das eine Waschküche ist und die da den ganzen Tag 50-60% oder noch mehr Luftfeuchtigkeit haben. Dann werden die krank und so eine typische Krankheit, die kriegen dann so ein herpes
Virus am Maul. Das ist wirklich so eine typische Dornschwanzkrankheit. Das sieht dann aus wie so ein verkrustet, verklebt ums Maul rum. Am Anfang denkt man vielleicht, das sind Futterreste, die da ums Maul kleben. Aber das ist so ein herbes Virus. Aus meiner Erfahrung zumindest kommt der dafür, wenn das Terrarium permanent zu feucht ist oder die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist und nicht richtig abtrocknet. Ja? Also im Versteck feucht. Luftfeuchtigkeit an sich trocken, ein-, zweimal am Tag sprühen, dann trinken die ein bisschen das Tauwasser, man kann die Deko einsprühen und dann nehmen sie dadurch Feuchtigkeit auf. Noch zur Vervollständigung der Einrichtung, so eine als Futterschale, das macht Sinn. Wir kommen nachher zur Fütterung an sich, aber eben so eine Futterschale, da kann ich das Futter reinlegen, also den Salat, die Körner, die ich verfütter, kann ich da schön reinlegen. Und das ist erstmal so die primitive Grundausstattung. Natürlich könnt ihr das Ganze noch viel schöner machen. Ihr könnt irgendwelche Felsaufbauten machen, die dann auch wirklich nutzen. Ihr könnt mit Holz, mit Kork könnt ihr natürlich noch Sachen machen, dass das Ganze schön aussieht. Da ist dann eurer Fantasie, sind da keine Grenzen gesetzt. Das ist jetzt einfach mal die wichtige Grundausstattung für das Dornschwanz-Terrarium. Kommen wir zu der Fütterung von den Dornschwänzen. Das Tolle ist, sie sind wirklich unheimlich herbivor. Ne? Herbivor, Carnivor. Herbivor fressen Grünzeug, Carnivor fressen Fleisch und Insekten. Also die Dornschwänze, ich würde mal sagen, die sind zu 80% Herbivor und zu 20% Carnivor. Ich kenne Terrarianer, die füttern vielleicht alle zwei Wochen mal sogar Insekten, halte ich selber für ein bisschen weniger, müsst aber auch mal ausprobieren vielleicht, wie gut sie an was rangehen. Machen wir erstmal eben diesen herbivoren Teil. Die Dornschwänze fressen alles, was irgendwelche Blumen, Blüten, Samen vor allem. Ne? Hier haben wir so Linsen, haben wir hier, gehen die ran. Oder hier eben dieser Flower Mix, das sind Hibiskusblüten, das sind Ringelblumenblüten. Meine ersten Echsen, die ich in meinem Terrarianerleben hatte, waren auch Dornschwanzagamen. Und ich hatte sie von einem Terrarianerfreund bekommen, wenn ich ihn gefragt habe, ja, was fressen die? Und er war so ein Schwab hier aus der Nähe. Und habe ich gesagt, oh, Gänseblümle, die fressen am liebsten Gänseblümle. Also Gänseblümle könnt ihr auch verfüttern, auch tolles Futter. Wie gesagt, auch viel so Körner, zum Beispiel oder Leinsamen ist eine Möglichkeit. Dann gibt es diese Hirsekolben, die verfüttern wir normalerweise. Ich habe jetzt gerade gesucht, habe keinen gefunden und leider auch keinen Mitarbeiter gefunden, der mir welche zeigen oder bringen kann. Aber so diese Hirsekolben sind ein tolles Futter. Die knacken auch wirklich diese harten Sachen. Also das muss man natürlich nicht einweichen oder sowas. Man legt es in so ein Schälchen rein und dann gehen die hin und bedienen sich davon. Ja? Also macht da, also wir machen es so, wir haben immer ein Schälchen drinstehen. Da haben wir so eine Mischung aus Leinsamen, aus Linsen, aus irgendwelchen Körnern, was man halt gerade so an, oder mehr oder weniger, was man an Körnern da haben, Hirse, wie gesagt, legen wir in die Schale, das steht immer parat für die Tiere, dann macht irgendwelche, es gibt so diesen Flower Mix hier zum Beispiel, macht ein Schälchen, wo ihr ein bisschen Blüten reinlegt, Salat tun wir jeden Tag frisch anbieten, damit sie auch, die nehmen ja dann auch die Feuchtigkeit über die pflanzliche Kost auf, ne? Im Winter nehmen wir Salat, im Sommer nehmen wir natürlich Löwenzahn oder Spitzwegerich oder irgendwelche Wiesenkräuter. Ist sicherlich noch besser wie der Salat, den wir hier liegen haben. Und das Ganze ist wirklich ein Hauptbestandteil der Nahrung von den Tieren. Ansonsten, gerade auch bei der Aufzucht oder bei Jungtieren, um die Insekten ganz drumherum kommt man nicht. Also bestimmt, also bei Jungtieren würde ich vielleicht dreimal die Woche Insekten füttern. Heimchen, Grillen, Heuschrecken, Schaben, also irgendwas, was springt, was Füße hat, sage ich immer. Keine Würmer füttern, also Mehlwürmer, Zufferbass, lasst da am besten ganz weg. Irgendwie gerade so Heuschrecken bieten sich gut an. Das Ganze wird eingestäubt mit Mineralien. Mein Tipp ist wirklich Herbital Complete und Herbital Mineral gemischt, Verhältnis 2:1. Die Insekten gut damit einstäuben und aber auch so Sachen wie den Salat leicht damit einstäuben. Ne? Also wichtig, vergisst die Mineralien nicht, müsst ihr immer verfüttern. Und
das Wasser noch. Wir stellen eine kleine Wasserschale rein, auch so was Flaches wie das hier, stellen wir rein, machen ein bisschen Wasser rein. Manchmal legen die sich sogar witzigerweise ein bisschen in das Wasser rein, was denen sicherlich gut tut. Und trinken sehe ich sie eigentlich fast nie oder nie aus der Wasserschale, aber vielleicht trinken sie auch mal, wenn man es nicht sieht. Also auf jeden Fall immer frisches Wasser reinstellen. Und damit ist die Uromastix-Versorgung perfekt. Ein wichtiger Punkt in der Dornschwanzhaltung ist die Winterruhe. Fast alle Dornschwanzarten machen Winterruhe. Die meines Wissens die Prinzeps mal ausgenommen. Aber so die gängigen Arten, die man bekommt, da müsst ihr eine Winterruhe machen. Die geht 2 bis 3 Monate lang, beobachtet die Tiere. Ihr müsst den Eindruck haben, dass es den Tieren natürlich gut tut. Ihr dürft auch diese Winterruhe nicht mit einer richtigen Überwinterung verwechseln. Also es ist nicht wie eine europäische Landschildkröte bei 8, 9 Grad im Kühlschrank, sondern es ist einfach eine Winterruhe in einer, ihr habt im Hinterkopf, die kommen aus der Wüste, die kommen aus der Sahara. Da wird es natürlich nicht so eisig kalt. Ja. Es gibt Tage, die werden wärmer, die haben noch über 20 Grad, da scheint die Sonne, da ist es relativ mild. Die Nächte werden eigentlich, sage ich mal, bitterkalt oder gehen bis 0 Grad runter. Aber da sind die Tiere in irgendwelchen Höhlen versteckt, die dann auch nicht so kalt werden, also müsst ihr nachts auch nicht so runterfahren. Ich würde, meine Empfehlung an euch, irgendwas zwischen 15 und 20 Grad als Überwinterungstemperatur ist gut. Könnt ihr auch so halten, am Tag wärmer. Nachts kühler Wohnraum, also ich würde jetzt sagen mal wirklich eine Wohnzimmertemperatur, wohnzimmerkühle Ecke ist sogar geeignet, zum die überwintern. Ihr macht im Terrarium natürlich alle Lichter aus, sämtliche Art von Beheizung macht ihr aus, lasst es in der Zeit dunkel und füttern tut ihr im Winter natürlich auch nicht. Ihr stellt frisches Wasser zur Verfügung und überwintert die Tiere dann 2 bis 3 Monate. Manche Leute decken das dann noch ein wenig ab mit einem Tuch, dann sind die auch vielleicht ein bisschen weniger gestört. Und natürlich vorab, die Tiere müssen gesund und kräftig sein, bevor die in den Winter kommen, natürlich ganz wichtig. Macht eine Kotprobe am besten vor dem Winter, nicht, dass die voll mit Parasiten sind und ihr die in die Winterruhe gebt. Und dann habt ihr von über Dezember, über Weihnachten habt ihr 2, 3 Monate lang in Anführungsstrich Ruhe vor den Tieren und die Tiere brauchen es wirklich, damit sie sich wohlfühlen. Wie immer bei den Basic-Folgen das Thema Zucht, damit man irgendwann 2 so hübsche kleine Kerlchen sein eigen nennen kann, beziehungsweise nicht 2, sondern mehr, ne? Die legen mehr wie 2 Eier. Genau, eben die Dornschwänze sind eierlegend, das gleich mal vorneweg. Die Stimulation erfolgt natürlich durch die Winterruhe. Ne? Wir haben es gerade angesprochen. Ihr macht Winterruhe bei den Tieren. Und die Winterruhe stimuliert die Tiere zur Paarung oder die Männchen. Und dann paaren die nach der Winterruhe. Die meisten Dornschwänze machen ein Gelege im Jahr. Es gibt aber tatsächlich auch Tiere oder Arten, also eher Tiere, würde ich sagen, individuell, die vielleicht sogar im Spätsommer noch mal ein zweites Gelege ablegen. Insgesamt ist die Zucht nicht einfach bei den Dornschwanzagamen. Also es ist, wenn man mal im Internet schaut, das Internet oder der Bekanntenkreis wird voll sein mit Bardagamen. Dornschwanzagamen werden gar nicht so häufig nachgezogen bis jetzt, weil sie einfach nochmal einen Ticken schwerer sind. Unter anderem die lange Zeit, bis sie geschlechtsreif sind, hatte ich vorher angesprochen. Geht schon mal die ersten 4, 5, 6 Jahre ins Land. Dann das nächste Problem ist die Geschlechtsbestimmung. Also bei so Jungtieren ist wirklich überhaupt nichts an Geschlechter zu erkennen. Adulte Tiere, bei manchen Arten erkennt man es ganz gut an der Färbung, aber auch nicht bei allen. Also auch das ist relativ schwer oder erst im letzten Moment. Wenn ihr züchten wollt, natürlich nur ein Männchen. Ihr dürft mehrere Weibchen haben, 2, 3 Weibchen, wie bei anderen Echsen auch. Habt ihr eine tolle Zuchtgruppe. Aber das ist, wie gesagt, nicht einfach, so eine Zuchtgruppe zusammenzustellen. Es gibt manchmal noch Unverträglichkeiten. Es gibt Männchen, die wirklich alles vertreiben und wegbeißen, was denen im Weg kommt. Also es ist wirklich eine Terrarianer-Meisterleistung, diese Tiere zu züchten. Die 2 hier noch, der Vollständigkeit halber, das ist Uromastix
Disparflavifasciata. Das sind die Südsahara-Dornschwanzagamen. Aus meiner Sicht farblich mit von den tollsten. Ne? Wenn die ausgewachsen sind, haben die rote, gelbe Farben. Sehen wirklich gigantisch aus als große Tiere. Also wie schon die ganze Folge, ich bin ein echter Bartagamen-Fan. Also wenn ihr Muße und die Möglichkeit dazu habt, holt euch so Bartagamen und versucht die auch zu züchten. Ihr werdet sicherlich auch freudige Abnehmer dafür finden. Das sind wirklich Terrarientiere, die immer gesucht und immer beliebt sind. Und ist natürlich, oder sie sind auch durchaus züchtbar. Wie immer zum Schluss mein Verweis auf gute, um nicht zu sagen Top-Literatur. Über die Dornschwanzagamen gibt es sogar Monographien, hier in Art für Art erschienen. Da könnt ihr wirklich ganz genau über die Art, die ihr habt, was nachlesen. Wirklich toll, gute Bücher. Und dann die Dornschwanz-Bibel vom Thomas Wilms geschrieben. Ich hatte vorher den Thomas Wilms schon erwähnt. Er ist wirklich der Dornschwanz-Papst in Deutschland, Europa. Wirklich ein Fachmann auf diesem Gebiet. Hat dieses Buch über die Dornschwänze geschrieben. Kann ich euch absolut empfehlen, wenn ihr euch die Tiere anschafft. Holt euch was zu lesen, macht Spaß und ihr könnt euch top informieren. Das war's für heute. Bleibt mir treu und checkt die Dornschwänze. Die erste von der Folge 112, die Feuerwehrfolge mit dem roten Feuerwehrhandschuh und Stefan, dem Feuerwehrmann. Bitte schön. Wenn man das dann mal hat, dann können wir, gell? In der Regel die etwas größeren, der Ägyptika mit drin. Das ist der Gong zur Kaffeepause. Ich glaube, heute bin ich irgendwie besonders speckig, wenn ich mich im Gesicht treibe. Sitzt meine Frisur übrigens. In dem Fall ein Uromastix gairi habe ich hier auf der Hand. Deutsche Name, weiß gar nicht. Geiers Dornschwanzagame oder sowas, weiß gar nicht, Uromastix gairi oder Südsahara Dornschwanzagame könnte sein. In der Zeit wird natürlich nicht gefüttert und das Ganze, wir machen es glaube ich nochmal. Ich kritisiere mich nur ungern, aber es war nichts. Dann darf ich auf meine neuen Schuhe hinweisen, die ich heute extra für diesen Dreh mir bei Adidas bestellt habe. Ne? Jetzt wieder hoch auf mein Gesicht. Draußen gucke die Kinder zum Fenster rein, die Knallköpfe, ey. Das ist mir natürlich auch schön abgelenkt. Wie schon die ganze Folge, ich bin ein echter Bartagamen-Fan. Also holt euch so Bartagamen und versucht die auch zu züchten. Also ich bin schon ein Holzkopf, wenn ich jetzt hier zweimal in diesem langen Monolog Bartagame gesagt habe. Aber lässt sich jetzt nicht ändern. Super Literatur. Es gibt sogar Monographien über die Bartagamen. Da haben wir schon wieder Bartagame gesagt. Dornschwanz-Agamen-Bibel. Ich glaube, ich habe gerade eher wieder Bartagame gesagt, oder? Nee. Dafür war es jetzt ziemlich laut. Haben wir es dann dahinter, oder? Also, jetzt müssen wir es. Oder nur der Schluss. Es war so lang. Ja. Der Papst und der Dornschwanz. Ey, Viertel nach fünf. Was machen wir jetzt noch?